Hallo, ich bin Charlotte Schürmann und ich erzähle euch jetzt was über mein tolles Team, was immer hinter mir steht. Dazu gehört an allererster Stelle meine Eltern, mein Papa und meine Mama. Und dann meine Schwester, Oliver Oellerich und Klaus Balkenhol. Herr Balkenhol hat mir, was ich glaube ich nie in meinem Leben vergessen werde, eingebläut, dass man beim Reiten ganz viel auf das Pferd einfach auch hören muss. Dass man einfach sich in das Pferd hineinversetzen muss. Immer bei dem Reiten nach guten Lektionen oder nach guten Phasen immer wieder Pausen machen muss, damit das Pferd sich erholen kann, damit die Muskulatur wieder durchblutet wird, damit das Pferd wieder Kraft sammeln kann. Und dass man das Pferd nie, nie, nie überlastet und dass man das Pferd nie auch überfordert. Er hat uns das immer genau erklärt, damit wir halt wirklich mit Verstand daran gehen und nicht einfach willkürlich was ausprobieren und das auf Kosten des Pferdes. Ich habe einen riesen Respekt vor diesem Mann, was er schon geschafft hat und wie er einfach menschlich zu mir ist und zu dem Pferd ist, ist einfach, hat er meine Hochachtung verdient. Ja, Oliver Oellerich. Zu dem bin ich gekommen, da bin ich gerade vom Pony umgestiegen mit 15. Ja, und Olli war einfach von Anfang an so ein cooler Trainer. Olli ist einfach ein sehr positiver Mensch. Er versucht in jedem Pferd das Positive zu sehen. Also er sagt nie, ja, der ist nix, der taugt nix. Nein, er sagt immer, nein, jedes Pferd hat was Besonderes und wir versuchen einfach das Bestmögliche aus dem Pferd herauszuholen und versuchen einfach alles zu geben. Johanna ist eigentlich der kleine Teufel bei uns immer gewesen. Weil Johanna war sehr rebellisch und wollte immer genau das Gegenteil machen, was Papa wollte. Und ich habe immer ja, ja, ja gesagt. Ich war immer so die Liebe. Aber Johanna hat ein riesengroßes Herz. Und jetzt, je älter wir werden, desto enger schweißt das alles uns zusammen. Und jetzt lernt mich das einfach auch mehr zu schätzen, was sie halt eigentlich für ein Mensch für mich ist. Und sie unterstützt es vollkommen. Sie liebt den Reitsport auch. Versucht bei jedem Turnier dabei zu sein. Johanna ist die Beste. Mama ist Mama. Mama, die ist immer dabei. Mama, die fährt auf jedes Turnier mit. Sie ist auch kritisch und sagt auch so, wo es lang gehen soll. Aber Mama weiß auch, dass sie von dem Reitsport so an sich jetzt keine Ahnung hat, also weil sie kein Fachmann ist, sie hat nie geritten. Und deswegen hält sie sich so aus der sportlichen Sicht oder aus der fachlichen Sicht sehr zurück. Aber sie ist halt so die andere Stütze, diese mentale Stütze und sagt so einfach, hilf mir bei den anderen Sachen, dieses Psychologische. Also ich bin totales Papakind, muss ich sagen. Ich liebe meinen Papa über alles. Mein Papa hat immer gesagt, solange du das willst, solange ich das kann, solange Mama dahinter steht und Johanna das auch mitträgt, machen wir das und wollen einfach, dass du sportlich oben ankommst. Und ja, Papa ist einfach der Beste. Ich muss noch viel lernen. Ich bin noch nicht oben angekommen, ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Und mit denen kann es noch weit gehen. Mit denen, wenn das alles gut läuft und es nichts passiert, können wir noch viel schaffen, denke ich.